liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Laut unserem grünen Wirtschaftsminister Habeck liegt ja die Zukunft in der E-Mobilität. Viele Tausende von Arbeitsplätzen würden geschaffen werden. Gut, das haben sie ja damals bei der Solarenergie auch behauptet. Und jetzt kommen die meisten Solarzellen aus China. Aber diesmal scheint's wirklich zu klappen. Zumindest so lang, wie die Subventionen fließen. Ja, da will doch tatsächlich der Konzern Isvolt eine Batteriefabrik im Saarland bauen. CDU, SPD und FDP freuen sich, dass doch jetzt tatsächlich mal was gebaut werden soll, was dieses grüne Märchen bestätigt. Und die Saarländer freuen sich ja auch, dass sie mal wieder ein paar Arbeitsplätze kriegen, nachdem er die Kohle abgebaut hat, die Stahlwirtschaft kurz vor der Zerstörung steht und die Fortwerke es wahrscheinlich auch nicht mehr lange machen. Kohle, Stahl und Autos. Damit kannst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Schuld daran ist die Grünideologie. Denn die Grüne haben sich zum Ziel gesetzt, das Land platt zu machen. Und das gilt dann natürlich auch für Saarland. Naja, bei der Entkarbonisierung müssen alle mitmachen. Wenn abgebaut wird, dann überall. Okay, natürlich nicht da, wo die Grüne arbeiten. Da werden die Arbeitsplätze ausgebaut. Arbeiten doch viele Grüne in nicht produktive Berufe, die vom Staat finanziert werden. Deshalb wollen die Grünen ja auch eine Entkarbonisierung und keine Entbürokratisierung. Aber jetzt können sich die Saarländer ja freuen, dass es bald neue Arbeitsplätze in der Batteriefabrik gibt. Doch halt, in der Saarbrücker Zeitung steht, Zitat, die geplante Batteriezellenfabrik von Isvolt im Linserfeld treibt die Grünen auf die Barrikaden. E-Mobilität ja, aber nicht dort, lautet ihr Motto. Die Landesvorsitzende der Grünen, Uta Sullenberger, dazu: Ich konnte kaum glauben, dass dieses Werk auf einem bewirtschafteten Feld in einem Trinkwasserschutzgebiet vor einem geschützten Wald in angrenzender Nähe zu zwei Dörfern gebaut werden soll. Die Tatsache, dass ein paar hundert Meter weiter ein Kindergarten liegt und die Kinder bald diese Gigafactory anschauen müsse, entsetzte mich. Ich sorge mich um die Gesundheit und Psyche der Anwohner und bezweifle, dass die negativen Auswirkungen von Lärm, Dauerlicht und Anblick ausreichend geprüft worden seien. Dies sei auch im Hinblick auf die dort lebenden und zum Teil auf der roten Liste stehenden Tiere. Ich weiß ja nicht, was für Tiere die Frau Sullenberger da meint. Vielleicht ist das ja ein Code für die grüne Parteigenosse, die dort in der Nähe wohne und den Anblick auf die Batteriefabrik scheue. Nun stellt sich die Frage, wo man denn die Batteriefabrik hinbauen kann, beziehungsweise ob man sie überhaupt bauen kann, denn nach der grünen Kriterien wird es echt schwierig. Also man darf sie nicht auf dem bewirtschafteten Feld bauen, ein Wald darf auch nicht in der Nähe sein und schon gar nicht zwei Dörfer oder überhaupt jemand, der dort in der Nähe wohnt. Die Fabrik muss vor Blicke geschützt werden, damit die armen Kinder die Gigafactory nicht anschauen müssen. Es dürfen dort auch keine Tiere leben, die eventuell auf der roten Liste wären, wie zum Beispiel der Feldhamster. Da hat ja die EU jetzt entschieden, dass man auch da nicht bauen darf, wo der mal gelebt hat, beziehungsweise wo er wieder hinziehen könnte. Dann darf so eine Fabrik natürlich keinen Lärm machen und schon gar nicht das Licht immer brennen lassen. Stört doch das Dauerlicht den grünen Akademiker beim Träumen. Träumt er doch von der Transformation der Gesellschaft und der Energiewende. Und in dem Traum ist es halt so, dass ein Grüner dadurch keinerlei Beeinträchtigung haben darf. So solle zum Beispiel die Lebensmittel teurer werden. Aber halt nicht die, die die vegane Grüne nicht kaufen. Die Mobilität soll teurer werden. Verdienen sie doch genug Geld, um weiter ihr SUVs zu fahren. Das Fliegen soll teurer werden, damit die vielfliegende Grüne mehr Platz haben in ihrem Flugzeug. Und die Migration soll noch mehr angekurbelt werden, wohnt man doch oft im Schickimicki-Eigenheim, fernab von jeglicher No-Go-Area. Und ihre Kinder tanzen ihren Namen auf der Privat- oder Waldorfschule. Liebe Leid, wie soll das werden, wenn der Habeck auf 2% der deutschen Landesfläche Windkraftanlage bauen will und die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden solle? Denn mal ehrlich, wenn die sich jetzt schon so aufrege über so ein armseliges Batteriefabriksche, was solle dann Millionen von Leuten sagen, die zukünftig direkt neben einer Windanlage wohnen? Da spielt's doch auch keine Rolle, ob die Windanlage auf einem bewirtschafteten Feld errichtet wird oder in der Nähe eines Waldes ist. Nee, Frau Sullenberger, wenn ihr 2% der deutschen Fläche mit Windanlage zugleichen wollt,
dann werdet ihr in jeden Wald, ob er naturgeschützt ist oder nicht, Windanlage stellen müssen. Und es wird auch wohl nicht zu vermeiden sein, dass da in der Nähe zwei Dörfer sind. Dass in Zukunft die Kinder, egal in welche Himmelsrichtung sie gucken, eure stillstehenden Windparks sehen müssen, habt allein ihr zu verantworten. Denn ihr zerstört nicht nur unsere Natur, die Landschaft, unsere wirtschaftliche Grundlage, unseren Wohlstand, unsere Energieversorgung, unsere kulturelle Wurzeln und unseren Ruf auf der ganzen Welt. Das Ausland kann sich vor lauter Lache kaum noch den Bauch halten, wie die selbsternannte deutsche Elite ihr eigenes Land platt macht. Und das immer ganz ehrlich, gibt einem wirklich Grund, sich zu entsetzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt ist es soweit. Nach langer Remixarbeit und nochmaligem Abmischen ist mein Musik-CD endlich zur Auslieferung bereit. Ja, das Hallmark Best of Album 20 bis 21 ist ab sofort exklusiv auf hallmark.net erhältlich. Das Album kommt zu euch in einer eleganten Hülle. Die CD ist von mir persönlich gebrannt. Insgesamt habe ich 15 Titel auf dem Album veröffentlicht. Von AstraZeneca bis Infektionsbombe. Halt alles, was ich zwischen den Jahren 2020 und 2021 produziert habe. Ja, und da gibt's noch einen exklusiven Titel, für den ich noch kein Video gemacht habe. Den gibt's zurzeit nur auf der CD. So, jetzt habt ihr noch weitere Möglichkeit, um euren Hallmark zu unterstützen. Und ihr habt sogar was davon. Denn wenn euch mal Musik nicht gefällt, könnt ihr die CD immer noch als Bierdeckel benutzen und das schöne Cover in den Schrank stellen. Habe ich aber genug palavert und muss in die Auslieferungszentrale die ganze viele Bestellungen bearbeiten. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.